Haben Sie sich schon erkundigt, ob E-Mails eventuell auch in Ihrem Hause archiviert werden müssen? Ich nutze Adobe Acrobat Pro. Ich habe hier die Version 11 installiert. Die passt super zu Office 2013. Und das möchte ich mal zeigen, wie ich meine E-Mails hier als PDF sichern kann, sodass die hier in einem Archiv sich befinden, das ich später auch wieder aufrufen kann. In Outlook 2013 habe ich oben das Register Adobe PDF und dort gibt es zum Beispiel die Möglichkeit automatisch zu archivieren, zeige ich im nächsten Video. Hier gibt es über den rechten Mausklick auf die Ordner im Ordnerbereich zum Beispiel die Möglichkeit, den gesamten Posteingang in ein PDF, in ein Adobe PDF zu konvertieren. Und dafür gibt es natürlich auch Konvertierungseinstellungen. Die gucke ich mir mal oben gerade an. Adobe PDF, Konvertierungseinstellungen. Und hier steht zum Beispiel, mit welchem Acrobat-Produkt besteht hier Kompatibilität. Hier steht mit dem 9er. Ich könnte auch auf Altversion zurückgreifen. 9, die Version PDF 1.7 ist hier gerade aktuell. Bei PDF habe ich halt die Gewissheit, dass PDF-Dateien, ja, also wahrscheinliche Gewissheit, dass die auch in 20 Jahren oder in 10 Jahren noch aufgemacht werden können. Weiß man das von der heutigen Word-Datei? Weiß man das von der heutigen Excel-Datei? Ich weiß es nicht. Also von daher, ich möchte zumindest für die nächsten Jahre sicher archivieren. Klicke hier auf OK. Gut, rechte Maustaste auf den Posteingang. Wähle Posteingang in Adobe PDF konvertieren. Das betrifft auch die Unterordner. Ich klicke drauf. So, und dann fragt das System, in welchen Ordner soll konvertiert werden. Wie heißt die Datei? Das ist dann nachher ein Portfolio. Ich nenne es mal Archiv. Na, Archiv 2013. No, ich setze es mal direkt hier rein. Oh, und da ist noch ein Ordner PDF. Ich klicke hier auf Speichern. Und jetzt werden die ganzen Mails, die hier in meinem Posteingang und den Unterordnern sind, die werden hier eingefügt. Ich sehe sie oben in dieser Navigation. Ich sehe, dass diese Datei zum Beispiel Anlagen betrifft. Inhalte. Hier ist eine Excel-Datei drin, Anlage. Ich kann links auf das Anlagensymbol klicken. Hier ist die Excel-Datei. Ich kann die Excel-Datei von hier aufmachen. Ich sehe ja die Größe der Datei hier rechts. Ich kann hier also auf die einzelnen E-Mails klicken und ich sehe oben auch die Zeichen für, zeig mal so die Ordnerstruktur, wie es in Outlook zu sehen war. Ich klicke auf mit Ordnern anzeigen. Ja, muss hier wieder. Na, jetzt bin ich hier. Moment, ach so. Haha, jetzt habe ich nicht oben geguckt. Ich bin im Posteingang. Hier, da war ich vorher. Da habe ich den Posteingang geknipst. Ja, habe hier von einen Schnappschuss genommen als PDF. Hier sind die ganzen E-Mails, die sich direkt im Posteingang befinden. Da kann ich auch hier scrollen. Und das sind die E-Mails, die sich hier in den jeweiligen Unterordnern befanden. Die werden hier inklusive des grafischen Aufbaus hier HTML zum Beispiel angezeigt. So, gucken wir mal in Outlook kurz. Das ist hier das Verzeichnis Projekt YouTube. Ich klicke mal hier drauf. Das sind genau diese beiden Mails hier. Diese Mail, die sich hier befindet. Ah, hier war noch ein Bildchen mit dabei. Das hat er nicht mit runtergeladen. Das ist hier nicht sichtbar. Ich könnte hier draufklicken. Das sind Links. Und dann könnte ich dem Link später noch folgen. Also die Bilder, die hier übers Internet gezogen wurden, die sind nicht mit ins PDF gewandert. So, hier sind Lesezeichen, habe ich nicht. Hier gibt es eine Seitenvorschau. Das heißt, ich kann hier die Mail blättern. Ich kann hier durchklicken, durch die E-Mails durchrollen. Ich kann mir anschauen, wie sieht es mit digitalen Signaturen aus. Ich glaube, ich habe hier keine Mail digital signiert. Ich klicke nochmal auf den Posteingang zurück. Ja, hier war, glaube ich, nichts signiert. Ja, aber die Möglichkeit, seine E-Mails hier in einem Format zu speichern, dass sie halt außerhalb von Outlook liegen, also nicht als E-Mail-Datei, als MSG-Datei irgendwo zu finden sind.
und auch nicht in eine PST-Datei verschlossen, verkapselt werden müssen, sondern als PDF, das ich mir natürlich wunderbar wegspeichern, wegsichern, auf CD brennen kann. Die Anhänge sind mit drin. Ich klicke nochmal doppelt drauf. Ja, da fragt er hier diese Datei öffnen. Okay, und dann macht er entsprechend hier die PowerPoint-Dateien auf. Also die Anhänge sind drin. Ja, sichert die Daten so regelmäßig auf CD. Euer Archivierungssystem solltet ihr natürlich weiterhin nutzen, aber die Möglichkeit hier zusätzlich über Adobe Acrobat, über das Add-in, das sich in Outlook befindet, hier die Konvertierungseinstellungen, die automatische Archivierung, die später noch kommt. Ja, also eine Top-Möglichkeit zu archivieren. Weiter dann im nächsten Video mit der automatischen Archivierung.